Jo, Freunde, willkommen. Schaut mal, was irgendwie heute rausgekommen ist. Eine neue Entwicklernotiz, also neuer Content oder irgendwie so in die Richtung für uns. Ich habe schon ein bisschen überflogen, aber ja, wir werden uns das Ganze halt jetzt komplett durchlesen. Also, hallo vom Summoners War Entwicklerteam. Wir hoffen, dass es euch gut ergangen ist. Es ist schon eine Weile her, seit unserer letzten Entwicklernotiz. In der heutigen Notiz möchten wir über das neue Update sprechen, an dem das Team arbeitet, um es Ende April zu veröffentlichen. Okay. Und zwar geht es um den Kampftrainingsplatz. Bitte wirf zuerst einen Blick auf das Bild. Ja. Sieht okay aus, ne? Ich glaube, das sind da Runen oben, na, oder? Einfach nur so irgendwelche Symbole. Keine Runen, okay. Egal. Also, die Wände des Gebäudes können sich bewegen und das Gebäude verleiht das Gefühl einer magischen Struktur. Ja, nicht wirklich, aber okay. Aufgrund dieser magischen Eigenschaften verfügt das Innere des Gebäudes über eine Vielzahl von Räumen, in denen verschiedene Arten von Kämpfen stattfinden. Das, finde ich, hört sich schon interessant an. Das, finde ich, sieht eigentlich recht cool aus. Ja, ich mag irgendwie so spacige Sachen und blau irgendwie so. Ja. Gut, der Kampftrainingsplatz ist ein Gebäude, in dem du virtuelle Kämpfe mit verschiedenen Monstern in einem speziellen Dimensionsraum ausprobieren können. Kannst du da? Na, was soll's. Es ist ein Raum, in dem Beschwörer die Eigenschaften von Monstern genauer studieren und verstehen können. Dieser Inhalt wird besonders hilfreich und faszinierend für die neuen Beschwörer sein, die im Spiel rechtzeitig zu unserem 7. Jahrestag beigetreten sind, da sie Kämpfe spielen können, um verschiedene Monster und ihre Fähigkeiten auszuprobieren und zu nutzen. Aber wir können dir versprechen, dass dies auch für unsere bestehenden Beschwörer ein unterhaltsamer Ort sein wird. Ja, da fängt es irgendwie schon an so. Lol, ist ja urgeil, hey. Unsichtbare Bottle, hey. Beruhig dich, Smiley. Cool. Die Button ist nämlich grün. Und weil mein Greenscreen ja auch grün ist, kann nichts Grünes angezeigt werden. Okay. Ja, so sieht das Ganze aus. Kostet 100.000 Mana. Der Kampftrainingsplatz hat ein paar Eigenschaften, die sich von denen der bestehenden Kämpfe unterscheiden. Schauen wir mal, welche das sind. Merkmale des Kampftrainingsplatzes. Ein Kampf wird mit den designierten verbündeten Monstern gespielt, die im Deck platziert sind. Bitte schau dir zum besseren Verständnis das folgende Bild an. Okay. Also erst dachte ich irgendwie, ja, wir haben... Also wir sind natürlich links. Ich glaube, das sind irgendwie vorgegebene Units, ne? Also nicht, dass man irgendwie seine eigenen Units einfach halt... Ja, man muss sie mit den Elfenranger, den... Wer ist der Wind Darien und hier Lucia gegen die Kollegen rechts, Economia, Julie und Nahngrim? Nein, Nahngrim war der andere, war der Feuer. Ach, ich weiß nicht mehr, ist eh wurscht. Also ich glaube, wir sind auf der linken Seite, ne? Und wir müssen mit dem Team gegen das Team auf der rechten Seite battlen. Okay, hier sind halt irgendwie so, ja... drei Formationen mal irgendwie gezeigt, aber hier unten ist halt noch irgendwie eine vierte. Keine Ahnung, was das irgendwie gerade sein könnte. Keine Ahnung. Wurscht. Ja. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, halt die dritte, die mit den... Scheiße, wie heißen die gerade hier? Diese Hellhounds hier. Da mal halt einen Armana. Oder Armana, keine Ahnung, wie er heißt hier. Die Windschlange da, eine Fran und ein Chandra, also auf gut Deutsch, was wir machen werden, ist halt mit Chandra die Schlange hacken, die tankt alles, ne? Und Fran ist halt unser Heiler. Ja, und so wird halt das Ganze... Ja, ich weiß nicht genau, ich meine, kommt halt wieder drauf an, hey. Könnte auf jeden Fall ganz okay sein, ne? Ist halt ein PvE-Content, ne? Ein spielbarer. Wahrscheinlich ein bisschen zum Vergleichen halt mit TOE. Nur, dass man halt nicht zeigt, dass seine eigenen Units halt nehmen kann, ne? Ja, ich glaube jetzt nicht, dass das wirklich schwer werden wird, weil... Ne, also so wie man halt da in dem dritten Ding halt sieht, wie gesagt gerade,
Wir haben den Wind Tank, wir haben Chandra, der halt den Wind Tank hacken wird. Wir haben Fran zum Heilen. Ja, was soll großartig passieren, aber okay, schauen wir mal, was da irgendwie noch kommt. Ich meine, die ersten drei sind ja gar nichts halt, ne? Wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann Giannas zum selber spielen oder irgendwie so. Keine Ahnung. So, du siehst die Benutzeroberfläche mit der Gefechtsliste wie oben. Wenn du den Kampftrainingsplatz betrittst, siehst du etwas, das sich von der bestehenden Kampfszene unterscheidet. Alle verbündeten und feindlichen Monster sind in jeder Kampfliste platziert. Okay, schön. Im Gegensatz zu den bestehenden Kämpfen, die mit den Monstern stattfinden, die du besitzt, okay, wirst du Kämpfe mit einer Reihe von vorgegebenen Monstern bestreiten. Diese Monster werden voreingestellte Stats haben, die zu jeder Stufe passen. Okay, also halt eben wirklich eine Art TOE, nur halt eben nicht mit seinen eigenen Monstern, sondern eben mit vorgegebenen. Schauen wir mal hier. Wir haben den Inhalt Scheinkampf genannt, weil du Kämpfe mit den Monstern, die du nicht besitzt, in einer speziellen Dimension spielen wirst. Deine Arena-Ehrengebäude-Effekte werden nicht angewandt und auch die Leader-Fähigkeiten des Monsters wird nicht angewandt. Okay, also für jeden halt gleich irgendwie, ne? Also Arena-Buildings, da hat keiner irgendwie einen Vorteil, weil sie auch wollen, dass da eben neue Spieler halt weiterkommen. Ist okay. Der Scheinkampf kann manuell gespielt werden und es wird keine Energie verwendet. Ne, ist auch schon mal gut. Es macht Spaß. Ja, wer, für wen, hä? Den Inhalt abzuschließen, aber mit diesem neuen Inhalt wird das Abfließen mit den minimalen Runden durch strategische Gameplays zu einer Herausforderung. Daher haben wir beschlossen, die Energiekosten auf 0 zu setzen. Du kannst die Kämpfe, die du bereits abgeschlossen hast, noch einmal abschließen und dabei keine Energie verbrauchen. Ja, logisch, ne? Wenn davor schon keine Energie verbraucht wird, warum soll nachher irgendwie Energie verbraucht werden und warum sollte ich es, wenn ich es abgeschlossen habe, nochmal machen? Aber hey, fordere dich selbst heraus und probiere verschiedene Bedingungen innerhalb der Etappen aus. Ja, unbedingt. Okay. Betritt den Scheinkampf, während du den Autokampf ausführst. Ja, wir wissen, wir alle wissen, dass du weiterfahren möchtest, während du diesen neuen Inhalt ausprobierst. Keine Sorge, du wirst in der Lage sein, den Scheinkampf zu betreten und zu spielen, während der Autokampf läuft. Ja. Wir wissen, ihr seid alle greedige Bastarde und wollt einfach nur, dass wir mehr Crystals raushauen und mehr Geld reinbuttern. Wir haben diesen Kampf-Trainingsplatzes-Inhalt entworfen, um den Spielern den Spaß zu bieten, mit der neuen Monster-Zusammensetzung zu spielen, die du vielleicht noch nicht ausprobiert hast, und die Fähigkeiten der Monster mit verschiedenen Konzepten effizient einzusetzen. Ja, es hat schon einen Grund, warum man die Monster halt nicht nimmt, ne? Aber hey. Wir glauben, dass unsere Beschwörer in der Lage sein werden, eine neue Art von Spaß zu empfinden, während sie die Monster benutzen, die sie nicht besitzen oder die sie noch nicht gebaut haben, ohne sich Sorgen zu machen, zu viel Energie auszugeben. Ja, die Sorge möchte ich auch haben. Das Monsterdeck wird sich je nach Konzept unterscheiden, aber es wird Kämpfe im Stil von 5 gegen 5, 4 gegen 4, 3 gegen 3 und viele andere geben. Belohnungen für den Kampftrainingsplatz. Jeder Scheinkampf wird 3 Abschlussmissionen haben und du wirst eine Belohnung erhalten, nachdem du jede Mission zum ersten Mal abgeschlossen hast. Die Scheinkämpfe, die mit diesem Update eingeführt werden, haben Abschlussmissionen, die sich auf die zum Abschluss benötigten Runden beziehen. Jeder Scheinkampf wird unterschiedliche Missionen haben, die eine unterschiedliche Anzahl von Runden erfordert. Bei diesen Missionen wird es wichtig sein, sich zu überlegen, wie man den Kampf innerhalb der Runden abschließt, indem man die Fähigkeiten effizient einsetzt. Okay. Ja, vom Prinzip stelle ich es mir gerade nicht wirklich schwer vor, aber hey. Für jeden Ding scheinbar, den man gewinnt, bekommt man einen Mystical Scroll. Oder aber 100.000 Mana-Steine oder halt eben 50 Crystals. Ja, die Mystical Scroll ist das Einfachste halt, ne? Ja, ich glaube, sieht man es irgendwo weit. Ja, hier hat man es halt, also fürs Gewinnen bekommt man die Mystical Scroll, wenn man gewinnt innerhalb von 18 Runden, bekommt man die 100.000 Mana und gewinnt man innerhalb von 13 Runden, bekommt man 50 Crystals. Ja, die Frage ist halt wieder, ob das irgendwie so monatlich irgendwie resettet wird oder ob das irgendwie so eine einmalige Geschichte ist. Ich glaube irgendwie ja ersteres, weil, ja, wenn man es einmal durch hat und dann nie wieder irgendwie, wird wahrscheinlich nicht viel Sinn machen, aber ja. So, die Anzahl der Runden, die als Anschlussbedingung festgelegt wurde, ist
für jede Scheinkampfstufe unterschiedlich. Neue Scheinkämpfe werden durch zukünftige Updates laufend aktualisiert. Okay, wunderbar, hätten wir das auch geklärt. Der Scheinkampf, der mit dem nächsten Update hinzugefügt wird, wird die gleiche Bedingung haben, gewinne einen Kampf innerhalb der angegebenen Anzahl von Runden und wir planen auch neue Abschlussbedingungen hinzuzufügen. Okay, also eben nicht nur sowas wie gewinne in x Anzahl von Runden halt, ne? Ist okay. Nachdem wir nun die Eigenschaften des Kampftrainingsplatzes und die verfügbaren Belohnungen kennen, wollen wir dir anhand von konkreten Beispielen zeigen, wie der Scheinkampf ablaufen wird. Okay. Also, wir haben hier einen Briant und zwei Feuerimps mit Shannon, Theo und Elusia. Ja, wir sind eindeutig im Vorteil mit Theo. Das obige Bild zeigt den Bildschirm zur Vorbereitung eines Scheinkampfes mit dem Titel Versorgungsblockierung. Aha. Du kannst auf die Miniaturansicht des Monsters tippen, um dir die Monsterinformationen anzuschauen. Schau dir also unbedingt die Fähigkeiten an, wenn du mit dem Monster in einen Kampf ziehst, mit denen du nicht vertraut bist. Okay, so, das Ganze hier ist... Achso, okay, das sind einfach nur die Dings, die... Also das, was hier gerade so klein ist, sind einfach die Fähigkeiten von unseren bzw. den gegnerischen Units. Ja, das wird aber wahrscheinlich für viele völlig uninteressant sein, ja, die halt schon länger sammeln als spielen, aber für neue Spieler halt, ne, vielleicht interessant. Ja. Bei den gegnerischen Monstern gibt es Briant, der seinen Verbündeten wiederbeleben kann, und Kogma, der verschiedene schädliche Effekte wie kontinuierlichen Schaden, Verteidigung, Schwächung und Betäubung gewähren kann. Overpowered Hill, Nerf. Du kannst den Kampf wie folgt durchführen. Erstens verwende Shannons Fähigkeit Aufmuntern, um die Attack und Defense verbündeten Monster zu erhöhen. Verwende Theomars Dreifach Crush, um Briant mit einer Wiederbelebungsfähigkeit anzugreifen. Okay. Wird eh resistet hier. Verwende Lucias Patasis, um die schädlichen Effekte, die Kogma gewähren kann, zu entfernen. Es gibt nie nur eine Lösung, um die Kämpfe abzuschließen, und wir sind gespannt darauf, dass jeder von euch seine eigene Strategie findet. Ja, es ist halt wirklich, sag ich mal, was soll man sagen hier? Ich meine, jeder wird hergehen, wird mit Shannon einen dritten Skill machen und dann, ja, wahrscheinlich einer von den Imps halt fokussen, ne, den zweiten halt sleepen. Irgendeiner von den Buster Units tankt halt Briant, der wird halt irgendwann revive und bla 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 bla. Oder natürlich, man fokus halt wirklich zuerst Briant, weil er eben reviven kann, ne? Weil man ja eben hier in einer gewissen Anzahl von Runden halt gewinnen muss. Ja, wird natürlich lustig, wenn der resisted wird, aber hey, nicht so wild, hey. Dies ist die Kampfszene, die du sehen wirst, wenn du den Kampf beginnst. Überzeuge dich selbst davon im Spiel. Bevor wir über eine weitere Update-Neuigkeit sprechen, möchten wir ein paar Regeln durchgehen. Aha. Wo finde ich den Kampftrainingsplatz? Erreiche den Kampftrainingsplatz zuerst, ja, im Shop, haben wir schon gesehen. Was kann ich auf dem Trainingsplatz tun? Du wirst einen Kampf mit einer Reihe von bestimmten Verbündeten bestreiten. Kämpfe muss manuell gespielt werden, ist eh klar. Es wird keine Energie verbraucht, du kannst den Scheinkampf betreten, während der Autokampf läuft. Die Abschlussbelohnung für jeden Schein ist nur einmal verfügbar. Okay, so, bla bla bla. Und ja, das wird wohl wahrscheinlich das Neueste halt sein, ne? Also Second Awakened, wie heißen sie hier, Elementare halt, Kali und so. Hoher Elementar, wow, hoher Elementar, zweite Erweckung, sieht so stark und mächtig aus. Wie eine wundervolle Kaiserin, die auf dem Thron sitzt. Ja, schaut nicht schlecht aus, kann man nichts sagen. Vielleicht fragst du dich, was für Fähigkeiten sie haben wird. Bitte wirf einen Blick auf die Fähigkeiten unten. Okay. Feuer. Light. Feuer. Light. Naja, was soll sie? Ich meine, was kann man erwarten? So, das ist, wie heißt das Ding? Ich hab sie auf jeden Fall. Shren. Ziemlich cool eigentlich. Ich bin gespannt, welche dann noch kommt als zweites. Ich hoffe, dass überhaupt eine zweite kommt, ne? Also ein zweites Monster. Prinzipiell ist die ganze Reihe ja relativ useless. Bis auf Kali.
Ich habe aber alle gebaut, bis auf die, na gut, Blödsinn, ne? Die Dark und die in Wind habe ich auch nicht gebaut. Aber was habe ich gebaut? Light habe ich auch gebaut, aber vom Prinzip, ja, absolut keinen Nutzen. So, was macht das Ding? Okay, der erste Skill mit Second Awakened, 50% Chance. Für einen Dot, momentan sind es 20%. Okay, zweiter Skill. Ein Angriff, der stark genug ist, die Erde zu spalten, ignoriert die Verteidigung des Feindes und fügt signifikanten Schaden zu. Erholt die HP um 15% des zugefügten Schadens. Das ist absolut crappig. Weil, ja, ganz ehrlich, das ist einfach ein Glascannon-Monster hier. Wie eine Kali hier. Einfach, wenn eine Kali, ja, wenn man nur in die Richtung von der Kali schaut, sollte sie umfallen, aber hey. So, und dann haben wir hier mystische Bluttransfusion. Das wird ein Passiv. Gleicht das HP-Verhältnis mit dem verbündeten Ziel mit dem schlechtesten HP-Zustand ab und stellt die HP des verbündeten Ziels und deine eigene HP zu Beginn jeder Runde um jeweils 10% wieder her. Okay, eine noch schlechtere Molly oder was? Okay, dann macht vielleicht der zweite halt irgendwie Sinn, dass er HP wiederherstellt. So wie ich das irgendwie verstehe, glaube ich. So ein bisschen Hoard Em halt, ne? So ein bisschen. Oder? Gleicht das HP-Verhältnis mit dem verbündeten Ziel mit dem schlechtesten HP-Zustand ab. Und stellt die HP des verbündeten Ziels und deine eigene HP zu Beginn jeder Runde um 10% wieder her. Also wenn ich, sage ich mal, 100% hätte und unser anderes Ding halt 50 oder 0%, sagen wir von mir ist 0%, ne? Dann hätten beide irgendwie 50% HP. So stelle ich es mir irgendwie vor. Okay. Ja. Keine Ahnung. Überzeugt mich jetzt gerade nicht so, aber hey, wer weiß. Ich hoffe, dass die anderen recht cool werden. Jetzt haben wir das. Bitte schau dir die anderen verbleibenden Attribute und deren Fähigkeiten nach dem Update im Spiel an. Wie du sehen kannst, ändert sich Shrens mystische Bluttransfusion zu einer passiven Fertigkeit, wenn sie zum zweiten Mal erweckt wird. Diese Fertigkeit wird Shren dabei helfen, ihre eigenen und die HP des verbündeten Monsters in jeder Runde wiederherzustellen. Was sie in Kämpfen, in denen eine anständige Heilung benötigt wird, sehr nützlich macht. Ja, okay. Kali wird bereits in verschiedenen Inhalten wie Gildenkampf, Belagerungskampf und im Drachenbau mit ihrem Angriff, der die gegnerische Verteidigung ignoriert, gut eingesetzt. Wir hoffen, dass sie mit der zweiten Erweckung von noch mehr Spielern geliebt wird. Außerdem haben wir die Fähigkeiten der zweiten Erweckung so gestaltet, dass auch andere Attribute von Spielern bevorzugt werden können. Also verpasse nicht dieses Update. Ja, schauen wir mal, ne? Okay, und hier mal wieder Stufe 1 ist Feuer, dann Wasser, Licht, Wind und die 5er Stufe, die wir farmen werden, ist Dark. Okay, das ist alles, was wir für heute haben. Okay. Ja, Lost Century, das sieht doch eh kein, oder? Am 29. April in 174 Ländern veröffentlicht. Ja, ich weiß nicht mehr mit das. Ich war erstens enttäuscht, dass man das nicht für, dass es irgendwie iPhone-User nicht spielen können. Das war irgendwie schon mal ein Mega-Fail. Und ja, das hat irgendwie übertrieben kacke ausgeschaut, also. Ja. Na gut, Freunde. Ja. Sagt mal irgendwie, was ihr davon haltet. Ihr würde mich interessieren. Ich meine, ist halt ja, ein bisschen halt, ne? Aber. We need to teach me the Thief and Wind Secret. Ja. Na gut, Freunde, also, dann, wie gesagt, schreibt mir, was ihr davon irgendwie haltet so. Und ja. Meine Magic Flasche hier. Ist nicht geil hier? Ja, okay. Genug getrollt hier. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.